Hallo zusammen und willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ist Tinkerbell leider schon wieder weg. Sie hatte keine Zeit mehr, aber die kommt auf jeden Fall wieder, versprochen. So, ich muss jetzt mal kurz schauen, was Tinkerbell uns da alles reingepackt hat. Ah, schön, noch ein paar Äpfel, die nehmen wir doch gleich mal mit. Wir müssen unbedingt ein Lager haben, stelle ich gerade fest, das geht ja gar nicht mehr. Ich packe jetzt mal alles hier mal weg, was wir gerade nicht benötigen. Das ist ja eine Katastrophe hier. Ja, ich habe die Kommentare gelesen und wir werden sehr bald Schafe holen. Aber zuerst wollte ich unbedingt das Loch dort drüben zumachen. Erde mitnehmen. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Also Sand haben wir noch ein bisschen. Das brauchen wir gerade nicht. Ach, Stein ist immer nicht schlecht, wenn man was dabei hat. Kohle lasse ich auch mal kurz hier, die Werkbank auch, die Leitern, die Tropenholzstufen auch, das Eisen, die Birken, das lassen wir hier, das nehmen wir mal mit, die Fackeln sind auch da. Ich muss da mal kurz Ordnung schaffen, ich habe da irgendwie komplett ein Durcheinander. Das auch hier und die Erde nehmen wir mit, ich fülle das nämlich mal mit Erde auf und danach mit Sand, so in etwa. So, das passt mal fürs Erste. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rüber. Und machen mal hier dicht, was wir da verunstaltet haben durch die Creeper wieder mal. Ich muss das unbedingt zumachen, weil sonst passiert mir das jedes Mal und dann fliegt das wieder hier in die Luft. Dann mache ich jetzt hier mal zu und rechts von uns, also da vorne, mache ich nachher auch noch zu. Ich weiß zwar nicht, was Tinkerbell da unten gebastelt hat, aber das schauen wir uns nachher mal an. Aber das stört ja gerade nicht. Wir können sicher von der anderen Seite ran. Habe ich ja noch gesehen. Da hat es irgendwie Wasser. So. Dann machen wir dazu. Hier machen wir auch mal zu. Da kann man von unten mal in der Zwischenzeit so ran. Und ja, das tausche ich nachher mal noch aus. So, upsala. Gegen Sand wollte ich das eigentlich. Das sieht nämlich jetzt nicht mehr so schön aus. Das machen wir gleich. Wir will das nur einmal kurz zumachen. Und hier, ah komm, wir machen das so. Ah, muss glaube kurz runter. Yep. Ich ziehe das, ich fülle das mal kurz ein bisschen auf. Wir haben ja genug Erde. Da sollte das ja kein Problem sein. Ja, ich habe noch viele weitere Vorschläge bekommen für den Namen für den Hund. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Hunde holen. Und ich werde die Vorschläge natürlich auch noch mit reinnehmen. Und wir haben keine Erde mehr. Ich muss noch ein bisschen mehr Erde mitnehmen. Das war jetzt ein bisschen... So, Erde nehmen wir mal mit. Da an der Kiste haben wir ja noch mehr. Ich muss unbedingt das sortieren. Das ist ja echt schlimm. So, dann machen wir das kurz zu. Es wird ja auch schon... Ups, es wird dann schon wieder dunkel. So. Ich habe noch ein bisschen, die Musik angepasst. Das heißt, es hat auch neue Lieder drin. Ich hoffe, ich habe euer Geschmack getroffen. Obwohl, meistens labe ich wahrscheinlich so viel, dass ihr das wieso gar nicht mehr hört. So. Ja. Ich danke auch noch an die Feedbacks eben Tinkerbell, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, das war ihr erster Auftritt. Und ich habe mein Versprechen auch eingelöst für Tinkerbell. Ich habe wirklich hier das nagelneue Headset. Und das nächste Mal klingt das Ganze schon ein bisschen besser. Ihr dürft natürlich gerne mir auch mal sagen, ich habe das zwar geschrieben, aber ihr dürft gerne mal schreiben, so zum Beispiel, ja, Mephinas, der Schädel ist nicht so toll, kannst du da nichts was machen? Das könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr das findet. Oder ich hatte zwischendurch so Kommentare, da hat es geheißen, es laggt zu viel. Also wenn ich die Videos anschaue, ich sehe da überhaupt nichts. Vielleicht mal da, wo wir im Tropenwald waren, okay. Aber sonst läuft das ja eigentlich sehr flüssig. Ja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr irgendwas aufgefallen ist. Also euch aufgefallen ist. Also ich würde sagen, seit der letzten 3, 4 Folgen sollte das auf jeden Fall sehr gut laufen. Ich habe ja da noch optimiert und auch den Ton ein bisschen verbessert. Und ich bin immer noch dabei, immer noch das Bild ein bisschen schöner zu machen. So, jetzt haben wir es dann auch gleich. Na, Schweini? Willst du nicht lieber da nach oben hüpfen?
Naja, du kannst auch nach unten. Will eigentlich das Schweini hier jetzt nicht einbauen. Schweini, komm nach vor oben her. Hopp. Schweini? Na dann. Müssen wir gleich schauen, wie ich das Schweini hier hochbiege. Moment. Schweini, komm her. Ja, super. Jetzt ist er tot. Das Schweini. Naja. Ich hab's versucht. Und es wird schon wieder nach. So. Machen wir da Sand? Ich muss mal kurz schauen. Ich muss das ein bisschen anpassen. Das sieht ja irgendwie doof aus. Ich würde mal sagen, wir machen hier Sand weg. Dann machen wir nämlich hier auch Erde rein. So. Und hier. Und dann würde ich sagen, brauche ich hier noch ein bisschen Sand. Es wird dunkel. Ich gehe mal kurz pennen. Besser ist. Wir sind hier ja noch nicht ganz fertig. So. Guten Abend. Guten Morgen. So, die Sonne lacht uns auch wieder an. Wunderbar. Gerade mal schauen, ist da noch etwas Böses draußen, wo uns das Leben schwer machen will oder könnte? Schaut im Moment sehr gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus. Ich wollte ja da gerade eben ein bisschen anpassen, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und das, da muss noch ein bisschen Sand hin, genau. Vielleicht muss ich aber da noch ein bisschen auffüllen. Schauen wir mal. Ja, ja, das muss ich ein bisschen auffüllen. Dann machen wir doch das gleich mal ein bisschen tiefer. Ich weiß, das ist natürlich jetzt nicht so spannend, dass ich das hier ein bisschen auffülle. Aber ich muss das eben machen. Und da können wir ja später wieder aufmachen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Es ist ja auch beleuchtet. So. Aber das sieht jetzt so kaputt aus hier durch die Creeper-Angriffe. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das gefällt mir einfach so nicht mehr. So. Wir haben zwar nicht mehr viel Sand, aber gleich sieht es doch besser aus. Moment. Kommt da auch noch. Das machen wir dann nachher später noch ein bisschen schöner. Ich denke, das reicht jetzt mal für den Anfang hier, zumindest. So. Und ja, da kommt der muss auch noch raus. Der und der. Und wir haben kein Sand mehr. Ist das richtig? Super. Jetzt habe ich Sand verschwendet. Ich hole noch eben mal Sand. Und hier nehmen wir... Komm, das nehmen wir mit. Dann machen wir nämlich hier alles aus Erde. Und dann ist der Strand halt ein bisschen weiter hinten. Das sieht sich nicht schlecht aus. Dann können wir mal schauen, wo nachher das Lagerhäuschen hinkommt. Und ich würde so sagen, wir machen zuerst mal das Lagerhäuschen. Komm, das machen wir alles weg. So, eben, zuerst machen wir mal das Lagerhäuschen, würde ich sagen. Und danach machen wir mal schön ein bisschen die Wege und so. Und danach habe ich mir schon überlegt, mal den Leuchtturm. Aber bevor wir den Leuchtturm starten, müssen wir natürlich noch Schafe haben. Also muss ich natürlich noch Schafe suchen gehen. Tinkerbell hat ja schon gesucht. Sie hat scheinbar nichts gefunden. Das verwundert mich zwar, weil wir haben ja schon gesehen, welche hinten. So. Hier auch noch auffüllen. Ich denke, die holen wir nachher uns gleich schnell. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Weizen. Und ja, da wächst sie auch schon. Das füllen wir natürlich danach noch komplett auf. So. Aber das ist auf jeden Fall sicherer als immer das mit dem Wasser. Unten sollte eigentlich auch nichts spammen an Monster, weil dort war ja alles Wasser. So. Dann hauen wir das hin. Das macht doch Spaß. Lalalalalalala. So. Das geht doch gut voran. Vielleicht machen wir auch hier gleich das Lagerhäuschen. Das muss ich nachher mal schauen. So. Wir haben es ja gleich. So. Und schon wieder keine Erde mehr. Unglaublich. Das mit hier. Und hey. Haben wir noch ein bisschen Erde? Ja, vorne. Komm, wir nehmen das gleich mal mit. Das kann ich dann ja später immer noch wieder aufbauen. Wir sind da ja noch nicht ganz fertig mit dem Häuschen. Aber ich will mal kurz was anderes machen als... hier am Häuschen bauen, also wie ihr ja seht, ein bisschen auffüllen und mal ein bisschen unser Weizen vorantreiben, ein bisschen das Feld ausbauen, das muss ja auch mal sein. So, jetzt machen wir das mal so, das passt jetzt mal für den Anfang. Nehmen wir weg, der wollte ich eigentlich hier. So. So, jetzt können die Creeper kommen, diesmal kann ich ausweichen. Oh, da haben wir noch einen Hundi, den holen wir uns später.
So, ich will jetzt mal sagen, wir haben ja Weizen dabei, ja? Und, zuerst müssten wir mal einen Zaun haben, ne? Dann mache ich mal eben einen Zaun für unseren neuen Zuwachs an Schafen und Schweinen und was noch alles kommen mag. So, das nehmen wir auch noch mit. Stein brauchen wir gerade nicht, aber Holz haben wir dabei. Ja, da muss ich ja gar nichts mehr holen. So. Dann, was haben wir gesagt? Zäune, ne? Ach komm, machen wir gleich alles. Brauche da ganz viel Zäune. So, 20. Da gibt es eben nicht so viel draus. Viel. So, 40. Ja, das sollte mal reichen. So, gehen wir mal raus wieder. Und, ach komm. Ja. Meistens klappt mir nämlich die Tür immer vor der Nase zu. Das ist immer das Problem bei mir. So, ich würde mal sagen, wir beginnen hier. Können wir nämlich am Morgen gleich rausschauen zu den Schafen. Jetzt muss ich aber nochmal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mal schauen, ob ich das so lang mache oder mehr. Ach komm, wir machen das gleich. Hier bündig. Ich hoffe, das passt auch und ist nicht eine ungerade Zahl. Wir brauchen ja noch ein Tor. Ups, ich brauche eine Axt. Super. Die machen wir eben und da mache ich gleich noch ein Tor. Brauchen wir auch ja noch und dann schauen wir mal, wo das hinkommt. Ich möchte unbedingt noch ein bisschen dekorieren. Das Haus ist ja richtig leer. So, was wollte ich jetzt gerade? Genau, ich wollte ja eine Axt machen. Brauche ich gerade sonst was, wenn ich schon hier bin? Ja, komm, wir nehmen noch ein paar Setzlinge mit für nachher. Ich muss nämlich doch noch ein bisschen anpflanzen. So, dann wollte ich ja eine Axt machen und wir müssen schon bald wieder in die Höhle, weil wir haben nicht mehr viel Eisen. So. Ich denke, das sieht sich hier gut aus, wenn wir hier den Eingang machen. Und ich habe jetzt das Tor vergessen. Ich depp. Ich hole mal noch schnell das Tor. Moment, Moment, Moment. So. Tor, 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 Tor. Wo laufe ich schon wieder hin? Haben wir noch ein paar Stückchen? Ja, wir haben noch Stückchen. Wir haben noch Stückchen. Aber wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz. Super, super. Ich fange ja schon wieder super an mit verpeilt sein. Aber ihr kennt das ja nicht anders von mir. So, haben wir noch kein Holz. Kein Holz. Okay, dann hole ich hier mal eben Nachschub. Dann kommen wir nämlich ein bisschen Trockenholz. Da haben wir noch genug davon. Und dann machen wir doch endlich das Türchen hier. So. Einmal sollte mal reichen. Ja, was mich noch interessieren würde, wie habt ihr eigentlich die Idee gefunden mit dem Hebel? Also, das war so eine Eingebung. Ich erzähle euch gern sonst mal genau, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich würde zuerst gern mal wissen, wie ihr das eigentlich gefunden habt, ob ich diesen Hebel weiterhin einbauen soll oder nicht. So, Moment, das muss ich anpassen. Das ist mir nicht symmetrisch genug. Sorry. Das passt mir an. Das geht ja schnell. Habe ich die Musik ein bisschen zu laut? Ja? Nee, das geht, das geht. Wo habe ich jetzt die Erde hingepackt? Habe ich die jetzt. Oh nee. Naja, das machen wir gleich. Da ist sie ja. Ich bin ja. So. Dun, 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 dun. Mir gefällt die Musik. Finde die recht schön. Bisschen peppig. Aber ist mal was anderes. So, da habe ich ja auch noch einen Zaun vergessen abzureißen. Machen wir doch eben. Mache ich das vielleicht zu eng? Nee, das passt, das passt. Ich denke, das passt. So, dann machen wir jetzt zu. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jupp. Passt, das passt. Schau. Ja, so, da würde ich doch sagen, wenn wir das schon haben, packen wir mal das Weizen hin, packen unser Schwertchen und ziehen los und suchen uns ein paar Schafe. Ich hoffe, wir finden welche. Und wir müssen nicht zu weit laufen.
So, ich glaube, da hinten war doch...